Warum liegt die einfach so rum, die Winde? Warum liegt die hier so einfach rum? Mein Schatz! Mir gefällt das nicht! Hallo? Wer denn da? Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Resident Evil HD Remastered 93 Studio. Ich habe hier den, ich glaube, sollte eine Art Werwolf oder so sein, in der Gruft besiegt und konnte nun meinen Weg in den Innenhof, also in den Garten hier, vorantreiben. Aber ich glaube, ich werde hier auf die Lisa Trevor treffen. Ich habe da nämlich einen Tagebucheintrag gelesen. Von hier haben sie eine gute Sicht auf den Eingang der Hütte. Wieso? Warum muss ich eine gute Sicht auf den Eingang haben? Ich habe gerade eben gespeichert. Ein primitives Bett. Darin hat wohl schon lange niemand mehr geschlafen. Ja, ich habe gespeichert, aber ich fühle mich trotzdem noch so unwohl. Ist hier irgendwas zu finden? Irgendwas, was ich brauche? Ich habe Angst. Hier passiert doch irgendwas. Oh. Dieses Kaminholz sieht frisch aus. Wer hat's geholt? Mache ich mich gerade selber verrückt? Ist hier noch, passiert hier noch gar nichts? Oh, also anscheinend passiert hier noch nichts. Vielleicht muss ich wirklich erst das Rätsel mit den Grabstein lösen. Also eine Sache hätte ich ja schon. Ich hatte das eine Wappen. Der Basti hatte ja was erwähnt von, ich muss vorher ein Rätsel lösen. Wahrscheinlich ist das damit gemeint. Puh, aber zumindest konnte ich mal abspeichern. Das heißt, jetzt gehe ich wieder zurück und ja, was tue ich? Dann gehe ich halt mal den anderen Weg entlang, weil ich habe ja jetzt eine Karte des Innenhofs. Da sehe ich, wo ich überall hin kann, wo ich noch nicht war. Falsche Richtung. Ich will auch erstmal nicht hier bleiben. Das wird sicher nicht meine Sommerresistenz. Nö, nö, nö. Ist nicht mein Ziel. Ist ein bisschen zu sehr abgelegen. Also, ich bin schon wieder den falschen Weg gelaufen. Sabalutsche. Da dreht sich jedes Mal die Kamera und dann laufe ich jetzt richtig. Jetzt laufe ich richtig gut. Besonders, ich bin hier angekommen, dann habe ich dieses Stöhnen gehört, genauso wie im Keller. Eine große Statue steht still in der Dunkelheit. Na, besser als dass sie sich in der Dunkelheit bewegt, oder? Ja, die Statue steht, sie ist nicht umgefallen, sie bewegt sich nicht, sie steht einfach nur da, ja. Hallo, meine gefriedeten Freunde. Hey, lass das. Nein, ich will dich nicht töten müssen. Ich hab's ja gesagt, auf einem gewissen Grad mag ich euch. Seid schön anzusehen. Auch wenn ihr ein bisschen kratzig seid. Ich bin aber auch manchmal schlecht gelaunt. Und immer schwarz angezogen, wenn ich draußen bin. Oft, also Jacke, Schuhe, Hose. Ja. Könnte man meinen, du. I'm the grown man. The grown man knows romance. Okay, also diese Tür führt zu diesem Haus von, ich vermute mal, das ist von der Lisa, das Haus. Das ist Lisas Hütte. Okay. Dann gehen wir mal hier weiter. In den großen Garten. So, sind die Hunde noch tot? Sind die Hunde noch weg? Sehr schön.
Ich vermute, ich muss hier den Springbrunnen hier zum Einsatz bringen. Da ist dieses Loch. Es wird mein Tod wieder sein. Der Katze ist der Neugier tot. Ich habe aber auch gespeichert. Kann ich da reinlaufen? Ach, ich kann gar nicht. Gut, gut, gut. Stell dir vor, man könnte einfach runterhüpfen und dann heißt Game Over, hoch, whoopsie daisy. Ich schätze, da kann man den Aufzug holen. Oder? Wird es vom Ort her passen? So. Ich statte mich mal wieder mit der Shotgun aus. Mit dem Gewehr meine ich. Wenn da wieder nämlich Hunde kommen, kann ich die mit einem Schuss erledigen. Da gehe ich nicht rein. Ich habe keinen Badeanzug an. Da ist ein quadratisches Loch. Ach, ich brauche hier sowas wie eine Kurbel. Kann ich hier überhaupt rein? Nein. Also ich hätte mir so viel sparen können. Ich kann hier noch nicht mal weiter. Ich muss also dieses Rätsel mit den Gräbern lösen. Aha. Ja gut. Gut, wenn das der Fall ist, dann nehme ich hier mal die Kräuter mit. Kann das Kraut mitnehmen? Jo. Was war das Blaue nochmal? Mehr Objekte können sie nicht tragen. Was war nochmal das Blaue? Das war doch, glaube ich, für Gegengifte gewesen, oder? Das Rote für, das erhöht den Effekt. Ob nun Heilung oder Gegen. Oder von dem Gegengift und das Blaue müsste Gegengift sein. Also ich hoffe, es passiert was, wenn ich das eine Windwappen schon einsetze. Weil, sonst habe ich wiederum keinen Schimmer, wo ich noch hin könnte, um was zu machen. Gut, das war hier, das war dort. Da ist sogar meine Inventarbox. Wenn ich hier durchgehe, ja, wunderbar. Oder, oh, lass mich raten, das ist der Gang, der mich nicht zurückgehen lässt. Ja, genau das ist es. Genau die Tür ist es. Wirklich, hätte ich das gewusst, ich wäre da nicht so oft durchgegangen, dann hätte ich mir das aufgespart. Gut, was tun wir? Wir legen mal die Kräuter ab, die brauche ich erstmal nicht. Das Heilspray. Ich glaube, das lasse ich erstmal weg. Brauche ich nicht unbedingt. Moment, halt, stopp, ich brauche noch was. Und zwar das Windwappen. Granatwerfer hebe ich mir auf, wenn die großen Kerle kommen und dann habe ich noch ein einfach frei. Gut, gut, gutzle. Lecker gutzle gegen Halsschmerzen. So, jetzt darf ich wieder den ganzen Weg außen rumgehen. Ja. Aber ich weiß ja jetzt die Abkürzung. Zum Innenhof, zum Innenhof. Komme ich da runter? Komme ich da weiter? Moment. Hier die verschlossene Tür. Wo geht's da noch mal lang? Das war da. Das ist ja auch die verschlossene Tür. Alter Schwede. So sehr Dornmann gehört habe ich es lange nicht mehr. Wir hätten hier das Fenster offen gelassen. Da hing's doch rein. Moment, da komme ich jetzt nicht zurück. Wo gehe ich noch mal raus? Da hinten durch den Gang, oder? Okay. Ich behalte mal mein Gewehr in der Hand, weil ich habe da im Verhältnis viel Munition. Genau, jetzt bin ich wieder da. Und jetzt kann ich einfach hier außen rumgehen. Oder? Richtig. Richtiger Gang. Ich glaube wirklich, der einzige Bereich, wo jetzt noch Zombies sind, ist dort, wo ich dann zu den Kräutern komme. Oder auch zu der Tiger.
Bürste? Nein, das war wieder woanders. Ach, so viele Türen, wo ich denn Helmschüsse brauche. Es ist schon nah und doch so fern. Gut. Moment. Jetzt war ich wieder den falschen Weg gegangen. Doch, 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 das ist der richtige Weg. Das ist für mich die Abkürzung. Alles gut, alles richtig. Da ist ja dieser kleine Raum, wo man das Spencer-Symbol hat. Und das ist so... Da kann gar nicht viel drin sein. Wahrscheinlich ist es einfach nur wieder ein Raum mit zusätzlichen Heil... Gegenständen und Munition und irgendein wichtiger Gegenstand. Ja. Aber um da erstmal reinzukommen, muss ich viel auf mich nehmen, um dieses Wappen zu kriegen. Könnt doch einfach hier versuchen, mit dem Dietrich jetzt zu arbeiten. Bam. Oder hier. Ich habe ein Gewehr auf Schloss. Nein. Darf ja nicht logisch sein, aber hey, wir kämpfen gegen Zombies. So, da muss ich nicht durch. Da unten, da links. Da links, da rechts, da mitten durch. Und dann einmal oben, einmal unten Kram. Und dann hier, bam, G-Punkt gefunden. Mit G ist natürlich das Geheimnis gemeint. So. Ich hoffe, da passiert irgendwas, weil ich meine, wo sollen die anderen drei Wappen sein? Sind die hier irgendwo versteckt? Habt ihr die verschluckt? Ich habe genug Munition, um euch alle zu erledigen, also passt auf. Greifst du mich an? Wage es nicht. Alter, hey, Freunde! Nur weil ich jetzt gezielt habe, oder was? Hörst du? Au! Na, warte. Das gibt Rache. So, verwenden. Tatsache! Auf, verdammt nochmal. Verdammte Krähen. Verdammt. Ich werde jetzt doch nicht durch Krähen getötet. Na? Will noch jemand? Ich hab Muni. Verdammt. Ich sehe dich verdammt nochmal nicht. Ich höre dich. Nachladen. Bam. Ernsthaft? Haben die jetzt nur angegriffen, weil ich meine Waffe gezogen habe? Oder hätten die mich so oder so dann angegriffen? Wappen eingepasst. Mondwappen mitnehmen, jo. Ich werde auf der Rückseite der Wappen sind Symbole eingraviert. Ja. Zwei vertikale Striche. In dieser haben wir etwas eingraviert. Zwei vertikale Striche. Ein Kreuz. Also erstmal der Mond. Dann habe ich sogar das Richtige genommen. Verwenden. Nicht einfach so verwenden. Warum denn nicht? Warum kann ich es nicht einfach verwenden? Der Stern ist das Kreuz. Gut. Ach, wahrscheinlich kann ich die alle nur drei... Ist in Ordnung. Wahrscheinlich muss ich alles drei haben.
Pappe. Und das sind wahrscheinlich die drei Striche. Jawohl. Gut, also Mond, Stern, Sonne. Mond, Stern, Sonne. Die darf ich so verwenden. Was? 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 Moment. Es gibt einen Schalter betätigen. Ach! Ich hätte also meine Heilung gar nicht verwenden müssen. Ich musste einfach nur die Halterung raustun. Das sind ja solche Kleinigkeiten, die man beachten muss. Na gut, jetzt kann ich aber alles machen. Objekt untersuchen, nein. Und hier auch noch einmal die Halterung raus. Tschick, tschick. So. Sind zu sehen. Also, was habe ich gesagt? Mond, Stern, Sonne. Mond, Stern, Sonne. Mond, Stern, Sonne. Verwenden. Mond. Stern. Na komm, FPS. Und Sonne. Und Sesam, öffne dich. Okay, eine neue Waffe. Eine Waffe wurde ordentlich hineingelegt. Magnum Revolver. Okay, das hat was. Prüfen. Magnum Munition ist geladen. Oh ja, 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 also. Nicht, also, aber nicht das, was ich erwartet hätte. Also, das war gar nicht mal notwendig gewesen. Ja gut, dann gehe ich jetzt nochmal in das Lisa-Haus. Da am Wegesrand. Speichere mal ab. Dann habe ich das nämlich. Und dann gucke ich mal, ob ich doch da drin irgendwas finden muss. Vielleicht kann ich da doch schon etwas triggern. Irgendwas. Auch wenn ich nicht mag, dass ich hier auf die Lisa treffe. Weil gehört habe ich sie. Nur noch nicht gesehen. Chicka 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 chu, chicka 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 chu. Chu chu. Aber hey, das kann ich jetzt ausgleichen. Jetzt habe ich nämlich hier Kräuter. Natürlich. Und ich habe noch mehr Kräuter. Und das gar nicht zusammen, wie schon. Dann habe ich genau das wieder zurück, was ich verloren habe. Kombinieren. Bam. Schönes Pulverle. Okay, nochmal rein in die gute Stube. Und ich meine, da muss doch jemand sein. Die würden doch nicht einfach das Feuer brennen lassen, oder? Hallo? 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 Wenn eine Reihe von Verbänden wurden aufgehängt, sind diese braunen Stellen Blutflecken? Okay, einmal speichern. Nicht viel ist passiert, aber hey, ich habe eine neue Knarre. Ting, 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 ting. System beendet. Speichern beendet, meine ich. Ach, da geht's noch weiter. Ich habe das nicht gesehen, dass es das. Ich habe nicht gesehen, dass es hier noch was, dass es hier weitergeht. Ey, super. Das ist hier grandios. Hätte ich mir den. Wäre ich mal weitergegangen, hätte ich mir den ganzen Weg sparen können. Moment, Moment. Ich will das Kraut kombinieren. Dann habe ich nämlich eine doppelte Ladung. Bam. Dankeschön. Okay, da kommt also noch was.
runter. Oh, super. Oh, das ist die Kurbel. Warum liegt die einfach so rum, die Winde? Warum liegt die hier so einfach rum? Mein Schatz! Mir gefällt das nicht! Hallo? Wer denn da? Ich weiß, es ist dein Haus. Ich habe mir aber die Füße abgeputzt. Frau Lisa Trevor, möchten Sie mit mir über Gott und die Welt reden? Lass mich raten, ganz das Gesicht, ganz der Mama. Kann die... Die kann da hoch, die kann da hoch. Okay, das... Ich werde Munition verwenden. Ich glaube, ich könnte nämlich einmal... Autsch. Okay, und jetzt renne ich. Und jetzt renne ich. Ich renne. Ich habe Munition verwendet. Ich weiß. Aber ich muss. Ich will hier raus. Nein. Ich habe keinen Bock auf dich. Vielleicht hätte ich dich auch einfach austricksen können. Aber hey, lieber habe ich dich einmal vielleicht totgeschossen oder halb totgeschossen. Dann bin ich hier aus dem Haus. Dankeschön. Danke. Der hat mich mit einem Hieb ja fast. Mit einem Typ hat die mich so verletzt. Kommt die mir jetzt nachgerannt? Hallo? Was war das für ein Geräusch? Nein. Ah, ich bin wieder da. Ich will einen anderen Weg gehen. Hallo? Ich laufe schon wieder hoch, ich dödel. Da ist irgendwo ein Zombie um die Ecke. Ich höre dich doch. Alles klar, Freundchen, ganz ruhig. Du hältst viel aus, mein Freund. Okay. Stehst nochmal auf. Nein, du blutest. Und meine letzte Munition ist eingelegt. Oh Mann. Aber ein Hoch drauf, dass ich den Magnum-Revolver habe. Hey! Und schon wieder. Schon wieder hätte ich mir viel Zeit sparen können, wenn ich einfach mal um die nächste Ecke gegangen wäre. Wie? Ich erkläre es mal. Warum? Warum ich da so ein gewisses Problem habe. Die Art und Weise, wie das hier. Aussieht, ja. Man sieht nicht immer genau, mit was kann man interagieren. Also Sachen, die man so aufheben kann. Natürlich, das wird angezeigt. Aber ansonsten zum Beispiel die Tore, die Zäune und so weiter, die sind in einem anderen Stil animiert, ja. Und grafisch technisch. Dass ich da manchmal dann was übersehe. Okay, es geht weiter. Jetzt kann ich nämlich mit der Winde, kann ich mich jetzt winden, nein, kann ich mich nicht rauswinden, sondern kann ich jetzt hier das Wasser ablassen. Und dann geht's weiter. Ich hoffe wirklich, dass die Lisa mir nicht nachkommt, dass die irgendwie nachtragend ist. Ich meine, ich habe sie mit einer Shotgun angeschossen. Kann ich dich mitnehmen? Blaskraut mitnehmen, ja. Kann ich das kombinieren? Ich denke, nein. Nee, kann ich nicht. Ist es möglich, das zu kombinieren, dass man ein Heilserum macht? Also, dass man sich einmal... Man kriegt Gesundheit zurück und man kann den Vergiftung aufheben? Müsste funktionieren, oder?
Gut. Gut, 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 gut. So, die Winde. Prüfen, wie sieht aus? Viereckig. Das Ende ist quadratisch. So soll's sein. Dreh, dreh, dreh am Rad. La, 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 la. Oh, Katzchen sogar. Sie hören das entfernte Rauschen eines Wasserfalls. Was ist, wenn ich das jetzt wieder zudrehe? Kommt das Wasser zurück oder macht es es einfach jetzt wieder zu? Es wird sich wieder sammeln. Okay, ich wollte es nur ausprobiert haben. Das Wasserfall ist nicht mehr zu hören. Moment mal. Man hört einen Wasserfall? Moment, das lade ich einmal nach. Tschuk, tschuk. Nur fünf weitere Fälle. Das brauchen sie jetzt nicht. Doch, das brauche ich. Denn ich muss hier was aktivieren. Und nochmal das Ganze. Einmal vorwärts, einmal rückwärts für 5 Euro. Zum Glück kann man es überspringen. Extra eine Szene, wenn das Wasser abläuft, aber wenn es wieder Wasser zurückkommt, nö, nö, nö. Ist nicht besonders genug. Das entfernte Rauschen eines Wasserfalls, aha. Oder reden die jetzt hier vom... Nee, vom Springbrunnen wahrscheinlich nicht. Der Springbrunnen hat wahrscheinlich überhaupt keine Bedeutung. Das ist einfach nur tot. So wie das meiste in diesem Spiel. Ist das der Aufzug? Der Staufzug. Oh. Sieht aus wie ein Augapfel. Ich schau dir unter die... zwischen die Beine. Na, du Krähe. Ich erhebe nicht meine Waffe. Ich weiß, was ihr tut. Ihr werdet da sehr schnell angepinkelt. Da ist der Wasserfall. Wisst ihr was? Ich probiere jetzt, ob ich das kombinieren kann. Tatsache geht. Gemischte Kräuter. Wunderbar. Was sagt meine Gesundheit? Ich warte mal lieber noch. Ich habe Heilmöglichkeiten. Ich kann mich sogar vergiftet heilen. Oh! Nein, ich bin weg! Oh, da, Schalter. Die Batterie wurde entnommen. Die Stromversorgung für den Aufzug ist ausgeschaltet. Irgendwo muss hier eine Stromquelle sein. Also, okay, alles klar. Ihr wollt Ärger, ihr kriegt Ärger. Bam! Headshot. Bam! Bam! Jetzt kriegst du zurück. Gleich kann ich mich heilen. Dann lohnt es sich aber auch. Okay, ich verdattel gerade meine ganze Munition. Wegen ein paar Krähen. Aber fliegende Gegner sind nervig. Ich hoffe einfach drauf, dass ich bald wieder Pistolen-Munition finde. Sonst habe ich ja noch meine Shotgun und dafür, die will ich aber nicht unbedingt für Krähen benutzen. Oh, Heilpflanze. Aber das brauche ich jetzt nicht, das brauche ich jetzt nicht, sonst habe ich nämlich keinen Platz mehr. Das sieht mir so nach Fall aus. Schlangen! Wirklich! Jigdigit! Ich laufe einfach. Deshalb das Gegengift. Die könnten mich beißen, dann bin ich... Wobei die... Ja doch, die könnten mich in die Wade beißen. Und dann bin ich vergiftet. Hallo? Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Das ist die Residenz. Nicht das andere. Das ist nur das Herrenhaus. Das ist die Residenz.
Also wenn ich mal vergiftet bin, weiß ich, wo ich was finden kann. Hier finde ich den Schlüssel, den Helmschlüssel, das weiß ich. Hallo, Musikmann, ein bisschen auf die Bremse drücken, du machst mir Angst. Safe Raum, Safe Raum, Safe Raum. Und wir haben Heilmittel, ein Erste-Hilfe-Spray. Nee, ich warte erstmal, ob ich hier was ablegen kann, aber wir haben einen Batteriepark. Wir können speichern, ein Verband ist auch noch hier. So, ist hier irgendwo eine Truhe? Ist hier irgendwo eine Truhe? Moment. Schreibmaschine, Inventarbox. Yes! Yes! Yes, yes, yes! Joe, Leichi. Auf den Regalen liegen Eimer und Seil. Das Seil sieht frisch geschnitten aus. Masseltoff, du bist ein erwachsenes Seil. So, wo ist die Kiste? Ist das die Kiste? Wo ist die Kiste? Wo ist die Inventarbox? Da ist die Inventarbox. Die habe ich jetzt schon wieder nicht gesehen, weil die optisch anders aussieht. Gut. Na gut, 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 gut. Ich glaube, die Winde kann ich jetzt erstmal ablegen. Und gemischte Kräuter. Jetzt habe ich das. Wisst ihr was? Dann lege ich das erstmal ab. Und nehme mir mal ein paar. Genau das. So mache ich das. So mache ich. Ich hole mir jetzt alle Kräuter. Und dann habe ich die in meiner Inventarbox. Ja. Ah. Her damit, her damit, her damit. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Und die könnte ich? Wie ist das eigentlich? Gibt es schwere Vergiftung? Oder gibt es einfach nur Vergiftung? Weil wenn, würde ich das nämlich am liebsten mit grünen Kräutern kombinieren, dass ich mich gleichzeitig auch heilen kann. Schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Weiter habe ich, da habe ich nichts. Da habe ich gemischte Kräuter. Ich habe ganz viele Erste-Hilfe-Sprays. Okay, das wird abgelegt. Das wird abgelegt. Das lasse ich mal. Den Treibstoffkanister nehme ich mal mit. Den kann ich nämlich hier auffüllen. Es ist noch Kerosin da. Kanister auffüllen. Sie haben den Kanister mit Kerosin gefüllt. Oh gut. Oh gut. So. Ach, wisst ihr was? Ich lege es erstmal ab, weil wenn... Im besten Falle kann ich einfach schnell zurück und kann mich dann hier wieder heilen. Eine Schreibmaschine, Sie können Ihren Fortschritt speichern. Mache ich das? Natürlich, gerne doch. Das waren jetzt wieder 6 Stück, die ich glaube ich wieder gefunden habe. Also die sind ja auf der Schwierigkeit findet man ja paketweise viele Farbbänder. Denn ich habe jetzt 19 vor. Hatte ich was von 15 oder so gehabt. Gut, raus geht's, weiter geht's. Die Zeit wäre wieder vorbei, aber ich bin gerade so nah dran. Und wenn ich jetzt den Helmschlüssel finde, dann pinke ich mir vor Freude in die Hose. Die Tür ist verschlossen. Auf dem Türschild steht 001. Oh. Ich wollte gerade sagen, hey, wenn hier die kleinen Schlangen sind, vielleicht finde ich auch die große Schlange wieder. Aber nein, ich finde einen Tentakel, der mir an die Gurgel will. Hier scheint es nichts Nützliches zu geben. Ne. Hallo? Zeitungen liegen verstreut. Sie scheinen alle Artikel über Stars zu enthalten. Aha. Die Tür ist verschlossen. Auf dem Türschild steht Galerie. Da hinten leuchtet was. Moment, da ist auch was an der Wand. Nein, das ist nur Text. 002. Was steht hier? Da ist eine Karte von Residenz. Mitnehmen natürlich. Ach, du Schande, ist das groß. Schreibmaschine, Inventarbox. Okay. Sie haben die Karte von Residenz. Da ist ein Loch in der Wand. Sie sehen einen großen Bienenstock. Oh oh. Ich bin weg.
about my family. If I play my cards right. Oh, danke fürs Warten, Binge. Yeah. Ach, verdammt nochmal. Bam. Mit welcher Biene erledigt? Ja, ja. Das müsste Barry sein, oder? Weil das hast du ja auch so übernommen, Basti, in Haunted Horror Biohazard, dass Barry hier erpresst wird. Jill. Barry, I heard someone talking. Oh, you heard. I think age is starting to take its toll. Talking to myself is becoming a bad habit. Talking to yourself? You all right? What's gotten into you? I'm getting you worried, aren't I? But don't, I'm all right. I guess this creepy mansion has gotten to my nerves. Anyway, I think I'll go outside, get some fresh air for a change. Don't worry, I'm just going to get some fresh air. If I'm lucky, I'll get to waste some monsters along the way. Darfst dich gerne um die Bienen da draußen kümmern. Was haben wir denn da auf dem Tisch liegen? Bericht zu Pflanze 42. Das habe ich gelesen, wenn ich die Pflanze... Ach, der Tentakel war von der Pflanze. Wenn ich die Pflanze besiege, dann kriege ich den Schlüssel. 4 Tage sind seit dem Unfall vergangen. Die Pflanze an Punkt 42 wächst noch immer erstaunlich schnell. Obwohl viele Aspekte dieser Pflanze unbekannt sind, wissen wir, dass der T-Virus im Vergleich zu anderen Pflanzen eine deutlich stärkere Wirkung auf sie hat. Der T-Virus hat sowohl Anatomie als auch Größe der Wirtspflanze grundlegend geändert. Der derzeitige Zustand erlaubt überhaupt keine Rückschlüsse auf die ursprüngliche Form mehr. Nichts auf Erden kommt ihm gleich. Wir haben festgestellt, dass Pflanze 42 zwei Quellen zur Aufnahme der erforderlichen Nährstoffe hat. Eine Quelle sind die Wurzeln. Anscheinend sind die Wurzeln bis in den Keller vorgedrungen. Unmittelbar nach dem Unfall verlor ein Forscher den Verstand und zerstörte den Aquaring. Seither steht der Keller unter Wasser. Es ist wahrscheinlich, dass eine der Chemikalien im Wasser das enorme Wachstum von Pflanze 42 begünstigt. Wir konnten diese Chemikalie bislang jedoch nicht isolieren. Ein zwiebelartiger Teil der Pflanze 42 wurde an der Decke des Erdgeschosses entdeckt. Wir sind überzeugt, dass sie das Erdgeschoss durch die Belüftungsschächte erreichte. Unzählige kleine Schlingen ragen aus der Zwiebel hervor. Wir nehmen an, dass diese Schlingen die zweite Methode zur Nährstoffaufnahme sind. Wenn Pflanze 42 ein Opfer wahrnimmt, fängt sie es in ihren Schlingen. Anschließend entziehen Sauger an den Schlingen dem Opfer sein Blut. Die Pflanze zeigt auch Intelligenz. Beim Fangen von Opfern oder im Ruhezustand winden die Schlingen sich um die Tür, um mögliche Eindringlinge fernzuhalten. Leider sind bereits eine Reihe unserer Wissenschaftler Pflanze 42 zum Opfer gefallen. Berichte der Überlebenden weisen alle eine Gemeinsamkeit auf. Wenn die einheitlichen blütenblattartigen Klappen sich öffnen und das Innere freilegen, wird die Pflanze deutlich aggressiver. Ein Zeuge hat den Eindruck, dass die Pflanze sich zu verteidigen versucht. Die Gründe für dieses Verhalten sind noch unbekannt. 21. Mai 1998, Henry Sarton. Es ist unbekannt, warum sie sich verteidigen will. Sie will nicht zerstört werden. Ihr habt doch selber gesagt, die weist Intelligenz auf. Das heißt, die weiß, wenn ihr ihr böse kommen wollt. Das kann ich schieben. Oder kann ich hochsteigen? Hier gibt es nichts Besonderes. Hier noch irgendwas? Gut, ich gehe nochmal raus und versuche den Schrank mal von der anderen Seite zu schieben. Vielleicht finde ich dann was. Ich habe das Gefühl, ich muss mich um die Bienen kümmern, um da was aus dem Bienenstock rauszuholen. Darauf wette ich. Flammenwerfer wäre gut. Was? Hallo? Wer ist da? Wie bist du denn jetzt da reingekommen? Bam! Du hast 2 Schüsse überstanden. Wow, du hast trainiert.
Tust du nochmal auf? Freundsche? Anscheinend nicht. Ach so. Hang! Hang! Da seine Leiter hinuntersteigen? Warum nicht? Leitern sind zum Steigen da. Da geht's wahrscheinlich in den Keller runter, oder? Oh. Ernsthaft, ich will noch nicht aufhören. Ist gerade zu spannend. Ach, das ist der Aquarin. Ah. Der ist von der anderen Seite verschlossen. Wie so viele Türen das der Fall ist. Aha. Ah, die kannst du gar nicht reinschieben, oder? Und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Hier, hallo? Kommt ein Zombie von hinten? Und schieb an. Die chill schon stark. Ich meine, ich weiß zwar nicht, wie viel diese Kisten wiegen, aber die, so wenig wie die sich immer dann bewegen, müssen die schon immenses Gewicht haben. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Badabim, badabum, badabam. Und eine Brücke wurde gebaut. Moment. Und jetzt lauf. Hallo? Lauf doch. Da ist eine Brücke. Hüpf rüber. Was? Du kannst mir jetzt doch nicht sagen, dass du dich nicht rausgehört, dass die Füße nass wären, oder was? Ach, ich brauche drei Kisten. Und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Und das zieht im Stechbein. So, weiter, weiter, weiter. Wieso? Moment, warum drei Kisten? Da ist doch noch Platz für zwei. Oder mache ich gerade was verkehrt? Ach so, das war doch wirklich, weil da zwei, weil da eine kleine Lücke zwischendrin war. Na, wenn du meinst. Kräuter, kann ich mit Gegengift hier kombinieren? Na, was kommt hier? Na, was kommt hier? Oh lala. Gab's hier nicht sowas wie ein Monsterhai? Wenn ich mich nicht täusche. Hohoho. Du hast gerufen, du hast geklingelt. Schande. Ich bin weg. Nein. Ihr könnt mich mal. Nö. Nicht mit mir. Ich gehe wieder. Gut. Meine Damen und Herren, ich habe viel gesehen. Ich brauche erstmal wieder eine Pause. Ja, Barry, der uns hintergeht. Wir sehen es so langsam. Wir haben die Residenz. Die wahre Residenz erreicht. Das andere war nur das Herrenhaus. Das ist die wahre Residenz. Hinaufsteigen, jawohl. Ich hoffe, der Zombie, der ist tot. Der ist auch nicht irgendwie zum Red Hat mutiert. Den möchte ich am besten einfach nur tot haben. Ist er noch da? Wisst ihr was? Den fackel ich jetzt noch ab und dann beende ich den Part. Denn ich muss, denke ich, hier immer wieder durch. Ich muss hier immer wieder durch. Deshalb erlaube ich mir das, dass ich den abfackel. Und dann kann ich immer hier durch, ohne hier irgendwie Munition zu verwenden. Aber meine Shotgun, die ist immer schon wichtig. Und wenn ich auf Haie treffe. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Einmal Heilung, Dankeschön. Und dann mache ich es einfach beim nächsten Mal. Die ist verschlossen. Nur 01. Moment, hier war ich noch nicht durch. Kann ich hier durch? Wie ich da weiß, wir gucken nochmal durch die Tür. Was ist hinter Tür Nummer 3? Okay, ich geh. Ich hab's verstanden. Joe, das Video wird schon zu lange.
Oh Gott, 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 gut, 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 gut. Also so langsam kommt da wirklich alles zusammen. Die Lisa Trevor, die Riesenschlange, kleine Schlangen, Haie und auch hier die Riesenspinnen, also... Oh. Puh. Da. Und jetzt rechts rein. Und ich werde, das ist noch eine von den kleinen Spinnen, oder? Das ist eine von den kleinen Riesenspinnen. Gut. Alles klar. Dann mache ich mal ein bisschen hier Vorbereitung. Treibstoffkanister nehme ich mal mit. Auch das Feuerzeug. Fitz. Ein blaues Krautchen noch dazu. Einmal kombinieren. Bam. Da kann ich noch eine Sache mitnehmen und hier kann ich den Gegner dann abfackeln. Hey, aber hey, ich habe den großen nächsten Abschnitt erreicht, die Residenz. Ich glaube, ich komme jetzt doch wieder gut voran. Auch wenn es vielleicht mit der Munition und so weiter... Wirklich, da muss ich jetzt wieder viel haushalten, dass ich hier nur wirklich, wenn es nötig ist, Sachen töte. Aber die Spinnen und so weiter, puh, die sind sowas von tot. Die Haie kann ich vielleicht hier verschonen, weil wenn ich das Wasser senke, würden die auch aus meiner Reichweite kommen. Und ja, meine Damen und Herren, eine extra lange Ausgabe heute ist, aber auch viel passiert. Wenn sie Ihnen gefallen hat, meine Damen und Herren, die Ausgabe von Resident Evil HD Remaster, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann, ihr 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye.